So, wir sind jetzt im BIP-Sicherheitsklasse 1 Personal bei Doof Space. Oder wie der Shady jetzt sagen würde, Dead Space. ja. Was geht mit dem? Ich wusste, dass das Richtige tun sollst. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Ja, mach ruhig weiter mit deinem Gebabbel. Ich hol mal in der Zeit Sachen. Ich weiß, dass sie das Windschatten reparieren und von ihr weg wollen. Da liegt ein Medipack 3! Lass mich rein! Nein! Verzeihen Sie nicht! Geben Sie nie die Hoffnung auf! Zuerst habe ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber nee, sie hat alles verändert. Gott! Der Marker war göttlich! Aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist! Was entfesselt wurde! Ja, ist scheißegal. Isaac ist göttlicher, weil der überlebt die Scheiße. Ah, das ist der Last Endboss. Haben wir mal einen kurzen Ausschnitt gezeigt gekriegt, was uns denn noch erwartet, Dude. Du, auf Ammo. Das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. So dumm, ach Gott. Wenn Dummheit wehtun würde, würdest du den ganzen Tag schreien. Echt, ey. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Auf alle Fälle. Muss ich die Verantwortung übernehmen? Ja, komm, stirb doch einfach. Auf, bitte, sterben. Oh ja, Isaac macht Headbanging. Ja, wir beenden das Spiel. Ich beende erstmal dein Leben für jetzt. Ah, er hat mir aufgemacht. Ja, aber das Medipack krieg ich nicht, du Arschgeige, gell? So, weiter geht's im Text. Hust, hust. Lap da da da, lap da da, lap da 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 da, lap da da. So, mach die Sabbel auf. Hallo? So, wir sind jetzt im VIP-Schlafblock. Legen wir uns jetzt erstmal Rinsch aufs Ohr. Na toll! Klar, wo die Tür wieder dicht. Ah, wolltest mich verarschen, ne? Alter! Wie viel gibt's denn von euch? Huch! Ah, eh! Oh, nee, 4! Weg, 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 weg! Oh Gott, Kleingewusel und wenig Platz! Haben wir's? Ah, klar, nur die Credits aufgenommen. Oh! Energietechnisch sieht's nicht so prickelnd aus, ne? Ui, das war wieder. So, der typische Kaiser Katana knapp, ne? Ja. Kann ich es kaputt machen? Natürlich nicht, ist wieder unrealistisch. Klar, alles geht kaputt, nur sowas nicht. Anders. Ja, treffen kann das auch nicht. Ey, du Fluppe, Alter. Da muss ich lang, das heißt, da gehe ich nicht lang. Wir wollen ja erstmal erkunden, was gibt's denn hier noch so. Oh cool, da blitzert was. Ein Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Ohne Probierplatte. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, bin ich tot. Meine Taten rehabilitiert sein. Was? Ich bin Unitologe. Ja, meinetwegen. Ah, Unitology oder da, wo hier Pierce Brosnan und Tom Cruise und so ihr Unwesen treiben. Die waren das mit dem Schiff. Drecksäcke, Alter. Scheiß prominente Ehe. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautet, die Marke abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Und das? Textlog. Können wir mal in der Zeit noch lesen? So. Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Ja, dann mach doch Fortschritte. So, da drüben sind natürlich die VIP-Klos. Oder?
Ne, ist noch ein Schlafzimmer von einem FIP. Boah, der hat aber Party gemacht hier mit Bierdosen. Alter, gib mal eine her. Bam! Weg! Ja, meine Oma ist auch gepriesen hier, also auf geht's. Ah, Kreditzkawitz. So, Platz da mit meinem Mazda. So. Zeittechnisch ist immer gut bei. Yo, was ist denn hier passiert? Was steht da? Ja. Gut. Ah, da hinten ist noch ein Kistchen. Aus dem Weg, Tisch. So. Ich lieb einfach diese Chinese, die ist so genial gemacht. So. Jetzt gehen wir wohin? Zum VIP-Schütteldeck. Ja, er hängt direkt die PC auf. Das war ihm zu viel. Ah, ein Speicherpunkt. Passt sich, oh. Ein Stasepack. Krasse Scheiße, wir sind nur bei 6 Stunden 30 fast. Hab ich irgendwo rumgestanden oder so? Ah ja. Sieht schon mal nett gut aus hier. Da hat wohl ein Mechaniker eine Schraubenschlüssel verloren. Die Armsaude. Hier will ich nichts verlieren, echt nett. Ach cool. Schauen wir uns mal um, was wir hier so alle so einen Scheißdreck finden. Apropos Scheißdreck. Wir wechseln mal wieder auf die 1. Mein Muschi-Cutter. Der ist auf alle Fälle viel besser. Alter, was für eine Scheiße wir hier finden. Kommt hier nicht nochmal das Drecksvieh? Ach du Scheiße. Oh nee. Natürlich kommt es hier nochmal. Oh, aber so blöd. Ja, ich muss da rein, dann gehen wir da erstmal noch nicht rein. Mann, wie ich hier keinen Bock habe, Antriebe dann zünden. Ja. Eine Minute hätte ich noch. Nee, dann bin ich mitten im Kampf. Oh nee. Kaiser Katana, Schnitt, Over, Out und ja.